Hallo Wohnmobilfreunde. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Für die Abendunterhaltung sollte in meinem Wohnmobil ein TV-Gerät eingebaut werden. Entschieden habe ich mich hierfür für diese kahle Wand, die sich dafür anbietet. Ich habe als erstes dann mal nachgemessen, wie groß das TV-Gerät dann sein darf, welches ich hier installiere. Ich habe dann mal genau Maß genommen, habe ein paar ganz kleine Löcher vorgebohrt und habe dann mal probiert, ob die Halterung dann so genau passt. Ich habe mir dann passende Schrauben besorgt und Muttern und große Unterlegscheiben und dann konnte es losgehen mit der Installation. Ich habe durch die Wand durchgebohrt und bin dann sozusagen im Badezimmer, in der Toilette wieder rausgekommen. Ich habe dann vom Badezimmer aus 4 große Senkkopfschrauben durchgesteckt, habe die mit sehr großen Unterlegscheiben versehen und diese wurden dann von innen mit der Halterung und den Muttern verschraubt. Das sah dann vom Badezimmer aus anschließend folgendermaßen aus. Das war alles schön glatt, keine großen Haken an der Wand. Und sieht eigentlich auch ganz schick aus. Hier können wir jetzt die Halterung sehen, die ich angebracht habe. Ich habe mir extra eine besorgt mit einem ziemlich langen Scharnier, so dass ich jetzt den Fernseher in alle Positionen schieben kann. Ich kann nach vorne, ich kann weiter zurück an die Wand. Diese Halterung hat den Vorteil, man kann sie waagerecht, diagonal in alle möglichen Richtungen schieben. Ich habe das TV-Gerät so angebracht, dass es leicht nach vorne neigt und somit von dem Fahrer- und Beifahrersitz besser auszusehen ist. Das Gerät lässt sich mit dieser Halterung in alle Positionen drehen. Und das Gute ist, im eingeklappten Zustand wird das Gerät nach innen gedreht und dann rastet das hinten ein, ist sozusagen fest an der Wand und kann beim Fahren sich nicht bewegen. Dank der 12 Volt Steckdose konnte ich das Gerät dann direkt dort anschließen. Hier war wieder der Vorteil, dass einer von den großen Supermärkten hier solch ein USB-Anschluss im Angebot hatte, wo auf beiden Seiten dann auch der Zigarettenanzünder eingesteckt werden konnte. Somit brauchte ich dann auch kein Kabel durchtrennen und konnte den Fernseher einfach dort anschließen. Die passende Antenne habe ich einfach hier oben drin stehen. Und falls die Verbindung mal schlecht sein sollte, nehme ich einfach das Gerät und stelle das oben dann aufs Dach, wobei das Kabel dann auch absolut nicht stört. Wie wir jetzt nochmal in der Seitenansicht sehen können, passt dieses Gerät perfekt in diese kleine Nische dank dieser Halterung und nimmt dann kaum Platz weg. So sieht es jetzt aus, wenn das Gerät komplett zusammengeklappt ist. Es nimmt dann kaum Platz weg und auch mit den Kopfstützen der Sitze, das stört überhaupt nicht, wenn man da hinten sitzt. Und ich denke ganz einfach, das ist so eine gelungene Installation. Ich bedanke mich für das Interesse an meinem Video, wünsche immer gute Fahrt und beste Gesundheit. Bis dahin. Ciao, ciao.